Wir sind heute Morgen gegen ca. 1 Uhr zu einem Brand hier in einer Lagerhalle alarmiert worden, vermutlich durch Anwohner, die starke Rauchentwicklung bemerkt haben. Als wir eintrafen, war bereits im nördlichen Bereich der Lagerhalle das Dach durchgebrannt und zum Glück konnten wir sofort einen massiven Löscheinsatz aufbauen und dadurch große Teile dieser Lagerhalle auch letztendlich noch halten und sind nicht den Flammen zum Opfer gefallen. Nach dem jetzigen Stand unserer Erkenntnisse, was aber noch detailliert durch die Kripo ermittelt wird, ist vermutlich das Feuer durch einen in Brand geratenen Container vor der eigentlichen Lagerhalle in die Lagerhalle reingelaufen und dadurch eben kam es in dieser Lagerhalle dann zu dem Brand. In der Lagerhalle gelagert waren von der Firma überwiegend Gurtmaterialien, Schäkel und sonstige Hebegeschirre, die zum Teil aus Kunststoff waren und auch dadurch für die erhebliche Rauchentwicklung gesorgt haben. Wir mussten hier mit insgesamt 3 Löschzügen die Lagerhalle umfassend abriegeln und dadurch mussten wir Wasser über eine relativ lange Wegestrecke fördern. Zum Glück haben wir dafür auch eine Spezialeinheit und die hat sich um diese Löschwasserversorgung gekümmert, dass wir dann letztendlich auch zeitnah ausreichend Wasser zur Verfügung hatten. Zum Glück gibt es keine Verletzte zu beklagen, ist sicherlich auch mit der Tageszeit und eben auch durch das schnelle Erkennen darauf zurückzuführen. Insgesamt vor Ort waren 75 Einsatzkräfte. Wir hatten für eventuelle Messungen unseren Umweltdienst zur Einsatzstelle alarmiert, der auch temporäre Messungen durchgeführt haben. Die Messungen waren weitestgehend negativ, sodass dort für die Bevölkerung nichts weiter zu beachten ist.